Aufregend startete die Woche bei den Humboldt-Pinguinen im Tierpark Neumünster. Gut, bei ihm und diesen Artgenossen ging es eher gemütlich zu. Aber bei diesen beiden schlug das kleine Herzchen wohl etwas schneller als gewöhnlich. Die beiden knapp einen Monat alten Pinguinküken wurden am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert. Wir haben heute zwei Küken vorgestellt, die sind am 4. und am 6. Dezember geschlüpft. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, weil gerade die Winterbrut, das ist immer sehr schwierig bei den Humboldt-Pinguinen, weil das eigentlich Südamerikaner sind. Die haben natürlich im Freiland eine ganz andere klimatische Vorausgabe und das hat aber dieses Jahr bei uns das erste Mal sehr gut geklappt. Und bei all der Aufregung kann auch schon mal ein Fisch aus dem Schnäbelchen flutschen. Noch leben die kleinen Südamerikaner nicht in der Gruppe der erwachsenen Pinguine, sondern sind im Kindergartenbereich untergebracht. Tierparkbesucher können mit etwas Glück aber dennoch einen Blick auf die Babypinguine werfen. Denn? Also die sind jetzt in ihrem Kindergartenbereich. Das Publikum kann die theoretisch sehen, wenn die nicht in der Bruthöhle drin sind. Und sobald die rauskommen, kann man die also vom Weg auch aus beobachten.